So, das war in deinem Schließfach und in deinem Schreibtisch. Hast du noch irgendwo was gebunkert? Mal überlegen, haben wir vielleicht was übersehen? Könnten da noch irgendwo irgendwelche anderen Kartoffeln sein? Ich schätze, wir haben sie alle auf... Jetzt hast du mich zu deinem geheimen Vorrat geführt. Aber meinen supergeheimen Vorrat wirst du... Mist! Bleib stark, Bro. Ich weiß, es ist nicht einfach. Das ist gerade eine sehr emotionale Zeit für mich. Ich krieg ständig diese verheerenden Stimmungsschwankungen. Doch ich schaff das. Alles wird gut werden. Alles, was ich tun muss, ist entspannen! Ja, so richtig entspannen! Ich kämpf gegen alles, was ich bewege! Naja, er macht das besser, als ich dachte. Weißt du, viele Leute können ihre Sucht besiegen, indem sie irgendwas mit ihren Händen machen. Wir suchen mal nach Dingen, die man mit den Händen macht. Wow! Origami, das ist eine tolle Idee. Fühlst du dich besser? Irgendwie nicht. Naja, wenigstens hat's niemanden verärgert. Hey Leute, habt ihr meine Eltern gesehen? Sie hatten heute einen Termin mit Miss Simeon. Nein. Ich such weiter. Offenbar funktionieren gute Vorsätze allein nicht. Vertrauen wir daher etwas, das wie Wissenschaft aussieht, es aber nicht ist. Willkommen zu Dr. Santos. Hypnotisiere dich selbst zu einem gesünderen Du. Hör auf meine Stimme. Du fühlst dich sehr müde. Du liegst in einem Feld. Du fühlst dich Hat's geholfen? Nein, und das hilft auch nicht. Halt mir die nicht vor die Nase. Hey, was macht ihr denn so? Müssen wir dir das wirklich sagen oder gibst du zu, dass du gelauscht und schon eine Lösung parat hast? Du liegst schon richtig. Überlass es einfach Scoop Dog. Oh, okay. Kommt er hierher oder gehen wir zu ihm? Weder noch. Also warten wir einfach hier oder... Nein, nein, ich bin das. Ich bin Scoop Dog. Ich probiere einen neuen Spitznamen. Oh, ist uns nicht klar geworden. Funktioniert? Nicht wirklich. Aversionstherapie ist wie Werbung, nur mit anderer Musik. Hier. Außerdem hätte es vielleicht besser funktioniert, wenn du mir nicht Pommes in die Augen gesteckt hättest. Noch andere glänzende Ideen. Wie wär's mit Mr. Smalls Gruppentherapie? Die ist gut. Ich gehe hin, um meine Persönlichkeitsstörung in den Griff zu kriegen. Ich war dort anwesend, immer. Hab sie nie versäumt. Hab's versucht. Konnte nicht. Sind alle hier? Gut. Willkommen zur Therapiegruppe. Moment mal, nur ihr zwei? Ihr könnt doch keine Gruppe sein, nur ein Duo. Ja, ich dachte, Duotherapie würde komisch klingen. Es ist komisch. Ich fang an. Mein Name ist Sarah und ich bin besessen von Comics, Filmen, Gumball, Fankunst, Darwin, Gumball und Darwin und die Dinge aufzuschreiben, von denen ich besessen bin. Sarah, hier geht's nicht um dich, sondern um mich. Ich muss deine Kartoffelsucht heilen. Die Geschmacksgranate der Natur, wieso? Weil es Acker immer sehr aufregt. Nun gut, ich habe mithilfe der Visualisierungstechnik aufgehört, Fleisch zu essen. Jedes Mal, wenn ich Fleisch essen wollte, habe ich es mir mit einem Gesicht vorgestellt. Es war grauenvoll. Aber wirksam, versuch's. Hallo. Es hat funktioniert. Ich habe jetzt gar keine Lust mehr auf Kartoffeln. Dankeschön, Mr. Small. Was ist das da auf Ihrem Schreibtisch? Gar nichts. Sag doch lieber nochmal, was für ein toller Duotherapeut ich bin. Das habe ich gar nicht gesagt. Ist das deine Wurstkette? Und hier drunter haben Sie Steaks versteckt. Darwin, es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich habe Fleisch auf meinem Schreibtisch versteckt, weil ich nicht aufhören kann, es zu essen. Und genau danach sieht es aus. Sie sind nur ein Schwindel.